In diesem Video möchte ich euch die Methoden für die Historisierung von Stammdaten vorstellen und freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Unternehmen müssen heutzutage eine Vielzahl von Daten erheben, verwalten und interpretieren. Der Anspruch, auch auf historische Daten zurückzugreifen, stellt eine zusätzliche Anforderung dar. Zunächst möchte ich erklären, was eine Slowly Changing Dimension ist. Eine Slowly Changing Dimension ist ein Konzept, wie Änderungen in Stammdaten im Data Warehouse aufgezeichnet werden können. Dieses Konzept beinhaltet mehrere Varianten, wie mit diesen Änderungen umgegangen werden kann. Wir sehen uns die drei häufigsten und wichtigsten Varianten dazu an. Die Idee einer Slowly Changing Dimension stammt von Ralph Kimball. Vereinfacht ausgedrückt, eine Slowly Changing Dimension ist eine Methode zur Historisierung. Sehen wir uns nun den Typ 1 an. Der Typ 1 ist die einfachste Methode. Auf eine Historisierung wird nämlich hier verzichtet. In Theorie sieht es so aus. Über den Primärschlüssel wird in der Dimensionstabelle oder Stammdatentabelle erfasst, ob der neue Datensatz bereits vorhanden ist. Ist das der Fall, wird der entsprechende Datensatz mit den neuen Daten überschrieben. Ansonsten wird ein neuer Datensatz angefügt. Wie man hier sieht, habe ich zwei Tabellen, einmal vor der Änderung und einmal nach der Änderung. Sehen wir uns nun die Tabelle vor der Änderung an. Hier habe ich zwei Datensätze, einmal den Datensatz 1 mit Homer Simpson, der in der Adresse Springfield gemeldet ist. Als zweiten Datensatz Gustav Ganz in Entenhausen. Wenn sich nun die Adresse von Homer Simpson auf Shelbyville ändert, somit wird dann der Datensatz in der Spalte Adresse einfach überschrieben. Wie ihr seht, kann beispielsweise diese Methode angewendet werden, wenn eine Historisierung nicht notwendig ist. Kommen wir nun zum Typ 2 der Historisierung. Wenn man nun jedoch eine Änderung historisieren möchte, dann ist der Typ 2-Ansatz eine Möglichkeit. Im Allgemeinen werden in diesen Stammdaten zwei weitere Attribute hinzugefügt. In diesem Fall die Spalte Start und Ende. Diese geben die Gültigkeit eines Datensatzes an. Dazu wird anhand eines Datums bestimmt, ab und bis wann ein Datensatz aktuell ist. Es kann auch gegebenenfalls ein drittes Attribut hinzugefügt werden, welche die Aktualität angibt. In diesem Fall die Gültigkeit, ob der Datensatz nun gültig ist oder nicht. In diesem Fall möchte ich auch wieder das Beispiel durchspielen. Vor der Änderung gibt es den Datensatz Homer Simpson, der an der Adresse Springfield gemeldet ist, und zwar seit den 22. Juli 2020 bis in das Jahr undefiniert. Und als weiteres Merkmal ist dieser Datensatz in der Spalte gültig als Jahr markiert. Wenn sich nun die Adresse ändert, kommen wir auf die Tabelle darunter
nach der Änderung und wir sehen, dass nun dieser Datensatz mit einem Enddatum gekennzeichnet ist, mit dem 1. September 2021. Zudem wird auch die Spalte gültig mit Nein definiert. Der aktuelle gemeldete Datensatz erfolgt nun mit der ID 2. Dieser wird mit der neuen Adresse Shelbyville und dem Startdatum 2. September 2021 bis undefiniert eingetragen, sowie mit einem Jahr in der Gültigkeit. Kommen wir nun zur Typ 3 Historisierung. Die Slowly Changing Dimension Typ 3 Variante wird in Fällen eingesetzt, in denen eine begrenzte Historie abverlangt wird, sodass Werte zu einem vorherigen Zeitpunkt und zu einem jetzigen Zeitpunkt abgefragt werden können. Für jede Änderung wird die Struktur der Tabelle geändert und somit werden neue Werte stets in einer eigens dafür angelegten Spalte gesichert. Ich habe auch hier wieder die Tabelle vor der Änderung und die Tabelle nach der Änderung dargestellt. Vor der Änderung sehen wir, dass zwei Spalten hinzugekommen sind, und zwar aktuelle Adresse und alte Adresse. Diese sind vor der Änderung mit der gleichen Adresse befüllt und werden nach der Änderung so hingehend verändert, sodass die aktuelle Adresse Shelbyville enthaltet und die alte Adresse Springfield. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu helfen. Tschüss und bis bald.